Unfassbar starke Energien strömen ein auf unseren Planeten. Sie bringen uns Freiheit, Bewegung und Wachstum sowie weiterhin Transformationen. In Vollmond in Waage geht es um Harmonie, Intuition, die Freiheit. Nachdem wir den Neumond in Widder hatten, steht jetzt die Sonne in Widder und der Mond im gegenüberliegenden Haus der Waage. Es geht um Beziehungen, so dürfen wir uns fragen: Wie steht es um meine Beziehungen? Sind sie harmonisch ausgeglichen? Stehe ich stabil in meinem Leben? Wir möchten ein freies Leben in Frieden und Harmonie, das Männliche und das Weibliche verbinden und ins Leben bringen. Die Energie von Mars schiebt uns ins Leben hinein. Hier kann es noch einmal emotional werden, da der Mars in Krebs steht. Der Jupiter schiebt uns in die Freiheit hinein. Der Mondknoten steht noch im Stier und im gegenüberliegenden Haus in Skorpion. Hier finden die Transformationen statt. Wir dürfen uns üben, über unsere Schwellen zu gehen, um in die Freiheit zu gehen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marianne Selina, ein Medium der Smarana-Gruppe. Ich begleite dich gerne mit meiner Medialität in Coachings, Heilsitzungen und spiritueller Weiterbildung auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Smarana, schön, dass du da bist. So mögen wir uns üben, in uns zu hören. Was möchte nach oben steigen, wenn wir uns unseren inneren Schatten stellen, diese nicht mehr wegdrücken, jeden Schmerz, jede Transformation, Konflikte und Ärger. Wir dürfen in uns Altes transformieren, damit der Frühling neu in uns sich entfachen kann. In meinen monatlichen Livestreams beschäftigen wir uns mit der Energie der neuen Zeit. Hier erlernen wir, wie wir diese im Alltag nutzen. Auch gibt es in den Livestreams neue Aktivierungsenergien. Ich stelle die Links unter dem Video ein. So spiegelt die Waage in diesem Vollmond die Mondenergie, das Weibliche, und wieder spiegelt den männlichen Aspekt die Sonne. Nichts geht ohne das andere. In der Energie der Waage dürfen wir lernen, Krisen zu bewältigen, wenn wir die gegenüberliegenden Kräfte des Widder bewusst nutzen. Die Waage trifft in ihren niederen Aspekten keine Entscheidungen, wenn der Mensch beginnt, seine Spiegelungen zu betrachten, hier im Widder, kann er ins Leben gehen. Waage ist die Ebene der Beziehungen, welche in den lichten Aspekten in der Liebe gelebt werden. In den niederen Schwingungen entsteht ein Gegeneinander.
Die Waage möchte das vollkommene Gleichgewicht zu allem, was ist, in uns herstellen. Somit braucht die Waage-Energie den Spiegel des Widder, um in die höheren Energieschwingungen der Liebe zu gelangen. Ebenso benötigt der Widder die Schwingungen der Waage, um nicht ziellos zu kämpfen. Ihr Lieben, vieles durften wir auf unseren Mondreisen bereits in Heilung bringen. So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmals genau ansehen, was gehört zu mir, welche Ziele habe ich mir in meinem Leben gesetzt und wie kann ich diese zu meinem Wohle umsetzen. Übrigens findest du auf meiner Webseite die Webinare sowie Einzelsitzungen der Engelheilung. Hier kannst du alles in Heilung bringen, was dich noch in der 3D hält. Die Links stelle ich ebenfalls unter dem Video ein. So mögen wir in unserer Meditation auf unserer Reise in die hohen lichten Ebenen der Nähe Gottes unsere 12 Aspekte in uns in diese Ebene zum Ausgleich zu bringen, um dann im ausgeglichenen Energieaspekt ins Leben mehr und mehr zu gehen. Wir lernen bewusst hinzuschauen, wir werden uns mehr der Wahrheit bewusst. Komme nun mit zur Meditation, bleibe bis zum Ende dabei. So werden dich die Energien, die heute eingebettet werden, begleiten und die Energieerhöhung findet statt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinausstrahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Frieden in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zu Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung, die Erhöhung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt, dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun dieses Licht weiter in dein Sonnengeflecht fließen. Spüre,
wie ein goldener Lichtstrom all deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energie in deinem Herzen wahr. Komme mit deinem Atem immer mehr dort an. Werde ganz weich, ganz entspannt. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie sich die Energie deines Herzens mit der Energie deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Dein inneres Kind begrüßt dich ebenfalls ganz liebevoll. Du nimmst es in die Arme. Sie laden dich ein, mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. Mit deinem Ja befindest du dich auf der Reise. Du fühlst, wie die Energie immer feiner und lichter wird. Du nimmst die hohen lichten Ebenen wahr, in denen du mit deinen Begleitern dich einfindest. Nimm die große lichte Halle wahr, mit 12 Säulen und Toren. Komme dort an, spüre die Energie. Deine Begleiter zeigen dir ein weiches Wolkenbett, auf welches du dich hinlegen kannst. So machst du es dir ganz bequem. Du fühlst das Schwingen, das Schweben. Die Engel beginnen zu singen. Nimm die Klangschwingung wahr. Nimm die Farben wahr. Die Farben aller Aspekte. So werden, während du in der wunderbaren Liebesenergie schwingst, all deine Aspekte, deine Energien in Einklang gebracht. Männliche und weibliche Energie in die Schwingung von Licht und Liebe gebracht. Wisse, in der neuen Zeit ist es möglich, alle Energien der Zeitlinien in der liebenden Energieübertragung zu dir fließen zu lassen. Du kannst all deine Fragen in Gottes Hände legen.
sie loslassen. Dir wird bewusst, du kannst nur deine eigene Einstellung ändern zu den Dingen im Draußen. So fließen nun die Energien der Freiheit zu dir. Genieße die Schwingungen der Liebe. Nimm sie ganz in all deinen Körpern auf. Nimm auch wahr, wie sie jetzt deine Zellen und Zellkerne erreichen. Nimm über deinen Atem alles auf, so lange, bis du ganz erfüllt mit Farbe, Klang und Schwingung bist. Lasse es nun noch einige Momente mit der Musik geschehen. Während du dich weiter hineinfallen lässt, ganz weich dein Atem. Mit jedem Anhören der Meditation erhöht sich jedes Mal deine Schwingung. So wird es nun Zeit, wieder zurückzukehren. Die Engel bedanken sich bei dir, dass du hierher gekommen bist. Wisse, es ist so wichtig, sagen sie, dass ihr wieder in die Schwingungen der Liebe zurückkehrt und verankert seid.
Mache diese Reise immer wieder. So wird das Licht immer mehr in dir sich einbetten und ganz bei dir sein. Die Energie löst sich nun auf. Kehre zurück in deine Räume. Deine Boten und Helfer begleiten dich. Dein inneres Kind hüpft, lacht und tanzt. Atme tief und vollständig ein und aus und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deinen Seelenengeln und bei deiner Seele. Sehr schön waren sie, die Energien. Atme tiefer ein und aus und kehre wieder ins Hier und Jetzt zurück. Wenn du dich gerne mit den heilenden Energien der Erzengel beschäftigen möchtest, komme mit mir in meine Webinare mit den 7 Erzengeln. Du wirst hochenergetische Werkzeuge von ihnen erhalten. Deine Kanäle werden für dich eröffnet. Du erhältst die Aktivierungen. Diese sind wichtig, um deine Selbstheilungen in Gang zu setzen. So hast du all die Werkzeuge, um mit der kommenden neuen Energie, welche die Erzengel in uns einbetten werden, alles, was dich in die neuen Dimensionen eintreten lässt. In den 12 göttlichen Strahlen entspricht die Waage unter anderem dem 3. göttlichen Strahl. Hier wird die aktive Intelligenz aktiviert. Wenn du intensiv mit dieser Energie arbeiten möchtest, stelle ich dir den Link zum 3. göttlichen Strahl unter dem Video ein. Die Reinigung all deiner Energiekörper ist wichtig am Abend, bevor du schlafen gehst, beschreibt uns die geistige Welt. Reinige dich und kehre in deine Urenergie ein. So können wir in der Nacht für dich arbeiten, während du schläfst. Wir tun dies gerne, wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Dies kannst du mit dem Webinar von Erzengel Michael machen. Unter dem Video findest du alle weiteren Links. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana, lasse es dir gut gehen.